Und herzlichst willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. Wieder mal etwas Grand Prix 100. Und zwar mit... Wen soll ich wählen? Das wird schwer. Ich tue mir immer so schwer beim Wählen. Ah, weh. Ich spiele... Den möchte ich mal spielen. Lakito. In einem Standard-Rennwagen mit Luftballon. Du passt zum Luftballon. Du bist ein Luftmensch. Und zwar nehmen wir... Soll ich die Krone nehmen? Ja. Krone ist angemessen für mich und dich und mich und dich. Nehme Stock in mein Aquarium und sehe, wie veralkt es jetzt schon ist. Scheiße. Ich bin im ersten Rennen. Okay, scheiße, ich habe den Speed nicht gekriegt. Ich habe Gott sei Dank jetzt meinen Controller aufladen können, im Gegensatz zur allerersten Folge. Scheiße! Ah, ich habe herausgefunden, dass die Münzen zur Beschleunigung meistens für die Schubster sind. Oh, Entschuldigung. Ich bin Erster und schieße gleich mal so einen Kapp. Nein, scheiße. Verliere gleich mal 5000 Münzen. Was ist da bitte los? So. Ich habe eh nur zwei Münzen für mich. Ich spiele Mario Kart. Und als nächstes. Far Cry ist bald fertig, denn ich bin ziemlich weit schon. Ich bin irgendwie voll im Game-Modus. Werde heute, glaube ich, noch einige Vorbereitungen treffen. Das nächste Spiel, was ich auf der Switch aufnehmen will, wird wahrscheinlich Pokémon sein. Und danach, glaube ich, von Splatoon Octo and Expansion. Oder vielleicht was anderes. Kommt drauf an, ob ich das kaufe oder nicht. Ja. Das hängt alles von mir eigentlich ab. Von meiner Stimmung. Nee. Ich habe alles verloren. Alles. Scheiße. Scheißegal, ich war ein Mario Pet in der Kronen Edition. So. Nee. 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 Sehe so schlecht. So, da vorne ist das Ziel. Die Musik ist auf meiner Seite. Jawohl. Ich hoffe, das hört man nicht durchs Mikrofon nochmal die Musik da. Nächstes Rennen. Für mich. Ein Aquarium sieht wirklich aus wie verwüstetes irgendwas. Alter.
Oh, Knochentrockendüne. Die Knochentrockendüne. Sei Gas geben. Los! Die Knochentrockendüne hört man eigentlich nur Scheiße. Dann aber ich jetzt halt den letzten. Ich habe gar keine Münze. Ich dachte, man hätte immer ein paar Münzen am Anfang. Keine Ahnung, wo ich gerade hinfahre. Münzen auf jeden Fall sammeln. Sonst bin ich arm. Da fahren die auf jeden Fall mit ihren Bötchen. Bötchen? Bötchen ist unterwegs. Ich will runter, Digga. Scheiße. Ach Gott. Ich will einmal bei den Knochen da fahren. Nee, auf jeden Fall, ich erwische es nicht. Ah, ich hab 10. Jawohl. Die darf mir jetzt keiner nehmen. Hoffentlich. Ah, ich hasse dieses Spiel. Dann wird man nur aggro. Bin ich auf den Knochen zu dünen. Da. Bevor ich aus einer Banane ausrutsche. So, hoffentlich kommt nicht so ein blauer Panzer oder wie man denn. Ich weiß nicht, wie nennt man den blauen Panzer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall blauer Panzer, gefährliches Ziel. ABZYFF. Nächstes Rennen. Wir haben noch 2 Rennen vor uns. Das ist das vorletzte Rennen. Und mir ist kalt. Sehr kalt. Ratsch. Ja, ist auch einer von den schwersten Leveln, denke ich mal. Denke ich. Bowsers Festung. Reinspaziert. Jawohl. Am Anfang ist es eigentlich immer schwer, vorne bei den großen Hit zu wirken. Tada. Sag ich ja. Alter Falter. Die erste Hürde bestand. Normalerweise stirb ich gleich direkt, nachdem Bowser seine Faust in mich gerammt hat. Die Kakaobohnen fallen auch von selbst herunter. Das ist das Werbewunder Radio. Und jetzt können die schon Eisstrahl. Eisstrahl.
Digga! Glaub ich, mich frisst ein Pferd. Und jetzt noch mehr. Ich glaube, ich bin kurz vor dem Explodieren. Bald schon für eine Faust. Und jetzt die Erschütterung. Die Kakaofelder. Ja, die haben jetzt gerade meinen Speed gerafft. Toll. Bim, 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 bim. Noch mehr Asphalt. Ich habe nicht genug Münzen, um meinen Speed aufzulockern und in die Scheiße zu fallen. Da wird es nicht verlieren. Ja, aber ich falle ja irgendwie überall hinein. Das war jetzt nicht sehr klug. Das sag ich ja. Das war einmal, da hat es mich komplett erwischt. Es ist eigentlich immer normal, umso mehr Runden du hast, umso schlimmer wird das Spektakel. Haha, du kannst mich nicht stoppen, denn ich bin der Schnellste hier. Jawohl. Letzte Rennen. So Leute. Das letzte Rennen am Start. Oh mein Gott. Und Start geben. Nee, das ist nicht das Lied. Ich hasse es, wenn mich jemand attackiert. Zum Beispiel Link. Schön, dass du mein Zeug flochst, du kleiner Abflocher. Kommt das Spektakel. Oh mein Gott, die Toads fliegen da. Hi Toads. MKTV. Mario Kart TV. Ich hab schon wieder alles verloren. Wollte ich immer haben, alles verlieren. Jawohl! Ich habe noch Glückssträhne. Seht mal, wie gut ich bin. Und jetzt nicht mehr. Gerade habe ich mir gedacht, scheiße, ich bin gut. Und jetzt auf einmal. Nein. Alles versaut. Doch nur einen Donner. So, jetzt habe ich 10 Sternis. So wie bei Animal Crossing. 10 Sternis, jawohl! Weil, oh,
Mein Gott, du hast gerade das Todesurteil unterschrieben. Digga, was soll das? Ich war doch so gut am Start. Hä? Habt ihr gerade das gesehen? Das war kein Scherz. Ach Gott, Mann, Mensch. Nee. Nee, nee, nee. Nein! Das gibt's nicht. Aber ich bin trotzdem erst, aber ich bekomme leider meine Sterne nicht. Fuck. Scheiße. Nee. Kriegt man silbernen? Nee, ist eh Gold. Aber ich krieg halt nur zwei einen Stern. Ich hab einen neuen Fast-Tag-Knall erhalten, aber ich hab nur. Oh. Hab nur einen Stern. Okay, sehen wir so uns an. Ich bin nicht Mario. Aber sag's kein. Jetzt möchte ich es mir ansehen. Ich glaube, das muss ich so privat nochmal selber fahren, weil ich mag das nicht. Wenn da nur ein Stern ist, dann wird er wieder zwei Sterne, dann dreht er drei Sterne. Das sieht perfekt aus. Das sieht scheiße aus. Da habe ich sowieso noch nie. Aber ich möchte wissen, was sich Neues freigestellt hat. Ah, neue Reifen. Okay. Auf jeden Fall. War's das mit der Folge? Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.